Top 10% der CS sind ca. 16.000 Punkte in Premier, das geht schon. Ich glaube, CS kannst du nicht spielen auf hohem Level aktuell. Das ist zumindest, was ich mitbekommen habe von Top-Level-CS-Spielern. Also das Spiel ist unplayable im normalen Matchmaking. Du kannst, glaube ich, nur noch Faceit spielen und du kannst organisierte Turniere spielen. Weil das einfach keinen Anti-Cheat hat, keinen funktionierenden. Das heißt, wenn du irgendwie ab 12.000 Elo oder so, hast du einen Spinbot pro Lobby. Irgendwie sowas ist es. Da war auf Twitter war ein Screenshot, also da war ein kleines Video, da hatte einer 9 Spinbots in seinem Game. 5 im Gegnerteam, 4 im eigenen. 9 Spinbots. Das muss ich sagen, war sehr lustig, ja. Dann hat er den Unterschied gemacht. Ich weiß gar nicht, nach wann ist der Spinbot, dein Spinbot, besser als der andere? Das ist die große Frage. Was ist ein Spinbot? Das ist einfach, also der praktisch, der dreht sich die ganze Zeit im Kreis, sieht alles und wenn er einen Gegner, einen Pixel von einem gegnerischen Kopf sieht, one-hittet er ihn instant. Das ist also praktisch, die drehen sich permanent im Kreis, damit sie alles sehen und haben dann halt einfach automatischen Headshot. Immer. Warum verlangt man da nicht einfach wieder Geld für CS? Da würde nicht jeder immer neue Accounts machen. Ich meine, Premier darfst du doch nur spielen, wenn du Geld ausgibst, oder? Ich glaube, du musst dafür was zahlen. Ein Spinbot, ich kann euch ein Spinbot schon zeigen, ja. Er sieht auch alle Gegner auf der Map, ne? Weil er ein Map-Pack anhat. Jetzt spinnt er hier rein. Ist geflasht. Insta-One-Tap. Er sieht, die sind im Palace oben. Und pop. Instant Headshot. Und... Oh, oh. Instant Headshot durch die Wand. Instant Headshot. Das ist ein Spinbot. Der ist einfach nur gut. Ja, der ist sehr krass. Der ist ein sehr krasser Spieler ist das. Ich verstehe den Spaß dahinter nicht. Ich glaube, Cheaten ist einfach eine Frustreaktion, dass du persönlich nicht dieses Level erreichen kannst, dass du gerne, also dass du denkst, dass du erreichen solltest. Ich glaube, das ist so eine Frust, so eine Trostreaktion ist das. Ich habe auch viel CS, glaube ich, gespielt. CSGO habe ich viel gespielt. Aber ich habe vor allem, also was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist Surfing. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Das ist sowas hier, werdet? Das ist praktisch, das ist CS-Surfing, ist das. Du hast dann hier so Rampen und dann also ich habe das immer nach dem League-Spielen gemacht. Das heißt, du nach dem League-Spielen, da machst du dir dann so chillige Lo-Fi-Musik an und dann fährst du über deine Rampen da praktisch. Ich war, also so gut war ich natürlich nicht, ne? Der ist also völlig. Ich glaube, das sieht jetzt vielleicht nicht so aus, aber der Kerl ist völlig cracked. Also das ist insane. Moin, ich will Ari One Trick machen, um von ganz unten mal rauszukommen. Hast du vielleicht ein paar Tipps? Bei Ari. Ari ist ein Champion, die sehr versatile ist. Also du kannst, erstmal musst du natürlich deine Lane lernen. Du musst lernen, wie du Minion Waves gut pusht, um Tempo zu erzeugen. Weil du willst mit Ari skirmischen und du willst auf Sidelanes roamen mit ihr. Du willst dir praktisch Zeitfenster ermöglichen, in denen du dich bewegen kannst. Und dafür ist es wichtig, dass du lernst, wie trade ich mit meinem Gegenüber. Meistens möchtest du Auto-Attack wie Auto-Attack auf Level 1 machen und dann später dein Q oder dein E connecten. Und dann ist es halt wichtig, wie gesagt, schau nach Möglichkeiten, schau nach Skirmishes, schau nach Sidelanes, bring dich und dein Team ahead. Und dann im Late Game bist du halt mehr ein Utility Champion, der allerdings Potenzial hat, auf 4-5 Items auch ganze Teamfights solo zu carryen. Wie läuft's bei Kani? Der macht eine Pause heute. Der will einen Tag Ruhe machen. Der war gestern ein bisschen frustriert von Solo Queue und will jetzt einfach ein bisschen chillen. Okay, was, Ben? Ich glaube, ich bin Xin hier, oder? Ging's nicht los mit minus 226 LP heute? Sabi, danke. Danke, dass dir das aufgefallen ist. Weiß ich sehr zu schätzen. Ja, wir haben leider. Sind wir 15 LP hinter unserer Start-Elo. Oh, gegen Schweck, der hat Shen gegen GP gepickt. Der disrespectet mich völlig. Auf den ersten Leveln können wir mit den Runen sterben, aber danach ist Game Over. Ich war auch in Mexiko vor ein paar Monaten, ich schlage dir der Autobahn. Mate, wir hatten einen Uber. Ich durfte die Türen nicht zu fest zumachen, weil die Türe vorm Abfallen war. Und als der über die Schlaglöcher auf der Autobahn gefahren ist, ist einfach seine Konsole von oben runtergefallen. Und dann hat er die mit seinem Finger gehalten. Die gesamte Fahrt und ist einhändig gefahren. Und dann hat er uns während der Fahrt gefragt, ob er kurz mit seiner Frau telefonieren kann. Und dann haben die da komplett rumgeschrien. Würdet ihr in Mexico City in die Achterbahn steigen? Da gibt es so große Parks hier. Oder sagt ihr, hey, wenn da nicht Prüfungssiegel Süd draufsteht, dann mache ich es nicht. Also bei uns in Deutschland, legit, also man weiß halt erst zu schätzen, wenn du mal in einem im Ausland bist. Das ist schon, man fühlt sich schon sicherer. Jetzt gucken wir mal. Ja. Das heißt auf Spanisch, Can I lane versus Shen? Puedo jugar contra Shen. Lenios Shenios.
Ich glaube, Lenios Chelios ist wahrscheinlich nicht. Also, so wie es aussieht, ist der Vladimir aber so. Oh. Cool. Also den Chat benutzen die hier gefühlt gar nicht, die Leute vor Ort. Das ist Shenmue, das ist Turbo Bad für mich. Mann, und er sagt einfach kein Wort. Bro, wollt ihr denn nicht gewinnen? Vladimir ist pretty much unplayable für GP, leider. Wir müssen die eine Wave hier müssen wir jetzt noch nehmen, wenn es geht, und dann resetten. Nice. Good job, amigos. Okay, wir warten. Ich nehme an, wir farmen die Wave noch. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass er Ignite hat, ne? Sehr, sehr schöne Cheese-Route von ihm. Das ist sehr, 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 sehr gut, leider. Ah, ich hätte nicht flashen sollen. Ich muss mich da dem Schicksal ergeben. Oh, der hat praktisch... Was hat der gemacht? Hat der unseren Blue gemacht? Ja, dadurch, dass der ständig... dadurch, dass der Silas nicht antwortet, haben wir zwei schwere Matchups. Anstatt, dass wir ein richtig gutes haben. Kommunikation ist wichtig in dem Teamspiel. Merkt ihr das? Und Vision? Ja, aber ich kam nicht rechtzeitig raus, weißt du? Der hat zu viel Movement Speed da. Ja, wir müssen jetzt die ganze Zeit cooen, damit er sich nicht zu sehr regenerieren kann. Ich meine, er ist ein HP, aber was, wenn der Xenover wieder da ist? Ja, ich glaube, ich muss basen hier. Too risky. Xen könnte uns auch diven kommen. Sackt aber, so ist es halt, ne? Einfach Sprillo holen hier. Und dann können wir mit Brillo weiter anspielen, probieren. Für Silas ist Vladimir auch nicht so ein geiles Matchup, aber für Silas ist auch... Also Shen im Early relativ schwierig. Sobald wir Trinity Force haben, können wir immer die Wave halt in einem deleten. Dann geht vielleicht was. Nehmen wir uns das und das her. Bald Trinity. Läuft nicht bad, das Game, Leute. Läuft wirklich nicht bad. Ich finde, die GP-Buffs haben sein eigentliches Problem nicht behoben. Ja, sicher nicht. Das ist einfach, also er hat Stats gekriegt. Stats sind immer gut, Leute. Aber sein Problem ist, dass er einfach mit dem neuen Buildpuff keine Ability Haste kriegt und deswegen einfach keine Kombos hat. Später. GP ist echt rough gerade. Das gewinne ich sogar. Kurz das eine Plättchen hier. Warum fightet er dich da? Ich glaube, er hat überschätzt, wie stark er ist. Oder vielleicht war er kurz vor Ignite. Der Flat spielt den Champ nicht so oft. Ist halt Mexiko, wisst ihr. Das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Weil manchmal sieht es so aus. Aber die sind mechanisch einfach sehr, 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 sehr unterschiedlich stark in Mexiko. Das ist, was ich sagen kann. Manchmal hast du echt sehr krasse Spieler. Und dann hast du komplette Clowns. Und das ist immer sehr, also ich muss ehrlich sagen, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Das Level ist so unterschiedlich zwischen denen. Vorhin hatten wir nicht Qiyana, das hätte ein Grandmaster EO West OTP sein können, wie die gespielt hast. Aber auch völlig krass. Freut mich, ob man einfach Essence Reaver bauen sollte, damit man ein bisschen mehr Ability Haste hat. Hängt davon ab, wie vorhin ein gesalztes 1-Kilo-Steak gegessen. Leute, das war die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Ich fühle mich so schlecht heute den ganzen Tag wegen dem Essen. Aber da müssen wir jetzt durchbeißen, Leute. Da müssen wir jetzt durchbeißen. Xen ist schon wieder gigafett. Ich muss einfach Xen bannen jedes Game, ey. Das ist so nervig, der Kerl. Ja, ich so unglaublich nervig. Schnapp ihn dir, Caitlyn, please. Das ist so wichtig, dass die den unten kriegen. Huge, let's go. Weil bisher stehst du bitte sehr wenig toxische Leute in Mexiko. Das ist richtig, ja. Der Server kriegt seine Toxicity darüber, dass die Leute nicht wirklich versuchen zu gewinnen oft. Das ist genau wie in Nordamerika. Wenn du gewinnen möchtest, aber du jemanden hast, der halt einfach... was weiß ich, macht, sich am Dingeling rumspielt, dann ist das sehr, 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 sehr tiltend, weißt du? Und das ist auf diesem Server hier ganz, ganz krass. Wir spielen ganz viel am Dingeling. Ja, manche halt, ne? Das ist einfach das ist so unterschiedlich, die Leistung. Das macht die Games auch halt schwierig, wisst ihr? Fast collect. Oh nein.
Avengers sind da? Nee, nee, also die Vi hat sich da ja alle Kreten gebrochen, ja? Nee, hat sich ja wieder alle Kreten gebrochen, ja? Wir sind immer noch sehr, sehr strong hier. Wir haben auch, unsere Botlane ist auch sehr, 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 sehr strong. Darf man immer nicht vergessen. Also wir haben schon eine Position, wo wir gewinnen können. Ist halt bloß, wir müssen jetzt halt aktuell Shen respektieren und vor allem halt wieder der Xin. Xin ist einfach so ein also einfacher Champion, wenn er ahead kommt. Du klickst auf jemanden und du stat-checkst ihn. Und das ist genau, was der immer macht. Deswegen ist das so scary hier. Der Xin, ne? Der hat gerade gegen 5 Leute gewonnen. Also er hat gewonnen. Er hat 1 für 1 getradet. 1v5. Wollen wir nicht mehr den Barrels farmen, weil du so wenig Cooldown Reduction jetzt mittlerweile hast, dass du einfach nicht genug Barrels zur Verfügung hast die ganze Zeit. Na klar, wenn gerade Downtime ist, kannst du immer noch mit Barrels farmen, aber du musst sehr aufpassen, dass du vor Fights nicht mit Barrels farmst. Weil du hast jetzt nicht mehr Navori, um permanent deine Cooldowns wiederzubekommen. Weil die haben GP leider ziemlich dirty erwischt mit den Changes. Und jetzt ist nicht mal mehr sein frontgeladener Damage, dadurch, dass jetzt Infinity Edge genervt wurde, ist jetzt nicht mal mehr sein Damage komplett upbroken. Können wir leicht danach probieren zu fighten. Kann ja El Flanco anspielen. Alter. Okay, wir müssen Xin werden, da ist einfach so gottlos Antifan, ey. Ah, Leute, nein, was ist denn nur los? Bruiser-Build, der ist sehr, 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 sehr bad, der Bruiser-Build. Das hängt damit zusammen, dass Riot ihm überall seinen Damage über Crit-Scalings gegeben hat. Das heißt, du bist geforced, Crit zu bauen. Das ist leider einfach so bei GP. Du bist geforced, Crit zu bauen. Das war aber auch kein guter Flank. Na du, ich bin verzweifelt, weißt du, mein gesamtes Team intet. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein gesamtes Team intet. Irgendwas muss ich versuchen, sonst habe ich einfach verloren. Kannst du ihn bitte einfach ulten? So. Nice. Gute Bubble. Okay, der ist 1v5. Please. Das war ein 4v5 und wir haben es verloren. Ich habe einfach keinen Schaden, Bro. Nicht genug. Wir haben unseren Toplaner, wir haben den 0-5 gemacht und seinen Turret genommen und ich verliere trotzdem. Scheiße, Leute, ey. Ich werde so gottlos geintet heute. Das ist ja crazy. Gott, ich dachte nicht, dass das so schwer wäre. Es lief alles so smooth, ey. Wir werden so gottlos runtergerannt, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Wie lange geht das Max-Hero-Projekt noch? Wir haben noch 10 Tage haben wir noch. Aber es geht nur bis Challenger in Mexiko und danach geht's nach Challenger in Nordamerika, war die Idee. Ja. Nice. Wir haben immer nur einen verloren. Assassinato Triple ist auch sehr, sehr gut. Wir können leider nicht Nash damit nehmen, ne? Aber wir müssen halt jetzt Objective nehmen. So? So, please? Ein Auto für den? Ja, der. Okay.
war's dann, geh weg. Schleiner gekriegt. Ist einfach tot gleich, ne? Ja, der Damage ist es einfach nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich brauche einfach zu viele Auto-Attacks. Schau mal, dann hier hinten. Das ist halt, weißt du, ich brauche halt nicht nur mal einen Barrel, sondern ich brauche noch einen Coup extra. Und ich finde, dafür, dass ich so gefeedet bin und er so behind, ist das einfach nicht besonders nice. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, das sollte einfach ein bisschen knackiger sein. Was hältst du von der Idee, vormittags NA zu machen, weil wir später und nachmittags Mexiko? Ja, lass uns doch einfach Mexiko heute oder... Warum habe ich den geonnert? Lass uns doch Mexiko einfach fertig machen, Leute. Was, jetzt macht doch nicht lang rum. Habt ihr mich schon aufgegeben oder was? Hey! Chat! Was ist denn hier los? Wir machen jetzt noch einen Fill-Game, dann ist 12. Jetzt hört auf, mich aufzugeben hier, ihr kleinen Ratten. Selbst in Korea kennt dich jetzt jeder. Du und dein Set haben sogar Faker geklärt. Ja.